Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute widmen wir uns mal einer Frage, die sich in den letzten Tagen ergeben hat, nämlich der ein oder andere wird es schon gemerkt haben, wenn ihr Future-Optionen handelt und da speziell Devisenoptionen, das heißt also auf den Euro, aufs britische Pfund oder so etwas, da hat es zuletzt eine Änderung gegeben und zwar hat man das vorrangig daran gesehen, es gibt plötzlich bestimmte Optionen nicht mehr. Und die man findet, die sind sehr, sehr teuer an der Margin. Was ist da passiert? Worauf müssen wir in Zukunft achten? All das und mehr jetzt im Video. Also, wenn ihr euch in der letzten Woche oder in den letzten Wochen einmal die Future-Optionen angeschaut habt im Währungsbereich, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass es da eine Änderung gab. Und wir haben auch schon die eine oder andere E-Mail hier bekommen, wo dann drin stand, Mensch Jens, was ist da los? Ich finde zum Beispiel keine Januar- und Februar-Optionen mehr. Oder aber, ich wollte eine Option verkaufen und plötzlich ist die Margin hier sehr, sehr hoch. Was ist denn da passiert? Und ich habe natürlich mal ein bisschen meine Kontakte genutzt und habe mal recherchiert, woran das liegen könnte. Und daher habe ich dann auch letzte Woche mit Craig LeVille gesprochen. Das ist der Produktmanager für alles, was mit Währungen zusammenhängt an der CME in Chicago. Das heißt also, der macht sowohl die ganzen Futures und der macht auch die Optionen. Bild von ihm blende ich euch mal ein, damit ihr auch so ein bisschen eine Vorstellung habt, wer das ist. Ganz netter Kerl. Und mit ihm habe ich letzte Woche lange telefoniert und er hat mir erklärt, was ist denn bei den Währungsoptionen los. Und ich will euch das natürlich jetzt hier auch an der Stelle einmal weitergeben. Grundsätzlich ist eigentlich nur eine ganz kleine Sache passiert, nämlich die CME, bei der ja diese sogenannten Majors gehandelt werden. Also das sind insgesamt 6 Währungen. Das ist, fangen wir einfach mal von rechts auf der Landkarte an, das ist der australische Dollar, dann der japanische Yen, dann ist es der Euro, der Schweizer Franken, das britische Pfund und dann gehen wir hoch nach Nordamerika, der kanadische Dollar, also diese 6 Stück. Die werden umgestellt und zwar vom Style her. Und ich sage jetzt bestimmt oder aus bestimmten Gründen hier nicht Stil, sondern Style, weil es gibt eigentlich kein richtiges deutsches Wort dafür. Ihr wisst, es gibt Optionen European Style und es gibt Optionen American Style. Bislang sind die meisten Optionen, die wir handeln im Future-Bereich, American Style gewesen. Das heißt, die können zu jeder Zeit ausgeübt werden. Also egal, wann die Laufzeit ist, als Käufer einer Option kannst du das Recht an dieser Option jederzeit ausüben. Das ist bei den meisten Aktienoptionen so, das ist bei den meisten Future-Optionen so. Und im Währungsbereich wird das Ganze aber jetzt umgestellt, und zwar komplett für alle diese 6 Majors, auf die sogenannten European-Style-Optionen. Das heißt, diese können nur noch am letzten Tag ausgeübt werden. Also wer zum Beispiel jetzt einen Call gekauft hat und er möchte dann die Währung entsprechend kaufen, der kann das nur noch am letzten Tag machen und nicht mehr zwischendurch. Was grundsätzlich auch zum Beispiel was sehr, sehr Gutes ist für die Verkäufer von Optionen, denn die können nicht vorzeitig ausgeübt werden. Jetzt müssen wir natürlich mal fragen, warum ist denn das so? Und das hat er mir erklärt und es gibt hauptsächlich 3 Punkte, woran das liegt. Wir blenden euch an der Stelle auch nochmal ein, hier die Produktbeschreibung der CME. Und da seht ihr also, in diesem rot eingerahmten Kästchen steht es auch, dass also mit Beginn oder jetzt ab sofort nur noch neu aufgelegte Optionen nur noch in diesem European Style aufgelegt werden. Und das heißt also, es gibt noch Optionen American Style, aber alles, was jetzt neu kommt, wird nur noch European Style sein. So, es gibt 3 Gründe, warum man das macht. Der Grund Nummer 1, den er mir nannte, war, dass diese Besonderheit der American Style Option, also dass du vorzeitig ausüben kannst, so gut wie nie genutzt wird. Nach seinen Unterlagen werden nur 0,2% aller offenen Positionen, die ausgeübt werden könnten, also wo es Sinn macht, die also im Geld sind, nur diese werden vorzeitig ausgeübt. 0,2% und dann auch nur welche, die sehr weit im Geld sind.
Und da ja für diese Optionen, die sehr, sehr weit im Geld sind, nicht permanent Bid- und Ask-Kurse gestellt werden, ist das also ein zusätzlicher Aufwand. Das heißt, du bietest etwas an, aber niemand will es im Grunde genommen haben. So, das war der Grund Nummer 1. Der Grund Nummer 2, und das ist wahrscheinlich der zweite und dritte Grund, die jetzt kommen, das sind wahrscheinlich die Hauptgründe. Der zweite Grund ist der, die Börse versucht natürlich möglichst viel Geschäft zu machen. So, und wenn man möglichst viel Geschäft machen will, kann man sagen, entweder die Börsenteilnehmer, also wir zum Beispiel, die an dieser Börse handeln, handeln immer mehr, oder aber man versucht eben neue zusätzliche Teilnehmer oder Leute zu finden, die an der Börse handeln. Und eine ganz wichtige Zielgruppe sind hier die sogenannten OTC-Händler. OTC, over the counter, das heißt also alle die, die bislang Optionen außerhalb der Börse handeln. Das heißt, du kannst als Institutioneller oder als auch größere Privatanleger, wenn du das möchtest, kannst du zu einer Bank gehen, kannst sagen, Mensch, ich möchte eine Option handeln, aufs britische Pfund, auf irgendwas, mit den und den Bedingungen, mach mir doch mal einen entsprechenden Preis, und dann wird das quasi, wird eine Option gemacht, aber eben außerhalb der Börse. Nachteil der Börse, sie verdient natürlich nichts daran, weil es keine Börsengebühren gibt. So, und man möchte eben diese OTC-Händler ins Boot holen, was für diese durchaus interessant wäre. Warum? Weil an der Börse hast du einfach den Vorteil, du hast eben permanent festgestellte Preise. Es gibt Bid-Ask immer, es gibt die Market Maker. Und das heißt, die Jungs möchte man dazu holen, man möchte einfach seine Umsätze hochfahren. Und jetzt sind es aber diese OTC-Händler gewohnt, dass es immer nur European-Style-Optionen gibt, weil im OTC-Bereich wird so gut wie nie American-Style gemacht, sondern immer European-Style. Und dann sagt man sich, hey, wenn wir diese Zielgruppe haben wollen, dann müssen wir etwas machen, damit es auch für die interessant ist. Das war also der zweite Grund, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Grund, für die Börse zumindest. So, dritter Grund hängt so ein bisschen damit zusammen, und zwar, wir wissen ja, dass heutzutage sehr, sehr oft Geschäft gemacht wird mit Market Makern. Das heißt also mit Leuten, die Liquidität stellen, die also permanent An- und Verkaufspreise für die Optionen stellen. Und wir wissen auch, dass heutzutage Geschwindigkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Die High-Frequency-Trader sind auch immer mehr im Optionsbereich unterwegs und die wollen natürlich so schnellst wie möglich Preise haben. Dafür bezahlen sie an der Börse viel Geld. Und die Politik der Börse ist natürlich auch, dass man denen und auch allen anderen, die eben schnell handeln wollen, die sehr, sehr schnell handeln wollen, möglichst schnell Preise stellen kann. Und wenn man jetzt diese Quote-Machines nimmt, also das, was die Market Maker nutzen, um Bid und Ask zu stellen, dann dauert es eben ein wenig länger, eine American-Style-Option zu berechnen, als eine European-Style-Option. Warum? Du musst bei dieser American-Style-Option ja immer mit einkalkulieren, sie könnte vorzeitig ausgeübt werden. Das heißt, das muss ein bisschen besser gepreist werden, dieser zusätzliche Vorteil. Aber du preist es eben, obwohl es gar niemand nutzt. Wenn du eine European-Option preist, dann geht das viel, viel schneller. Weil da weißt du sowieso, die wird eh nur am Ende ausgeübt. Sie kann nur am Ende ausgeübt werden. Allerdings, wir reden hier von Millisekunden. Das heißt, für uns ist das vollkommen egal. Wenn wir jetzt weiter in unsere Plattform schauen, da sehen wir da keinen Unterschied. Aber für die großen Jungs, wo es wirklich um viel Geld, um Schnelligkeit geht, ne, denen ist sowas wichtig. Und deswegen sagt die Börse, okay, mit euch verdienen wir das meiste Geld. Also bieten wir euch diesen Service an. Und die Market Maker werden es auch verlangt haben, weil je schneller sie Preise stellen können, umso eher machen sie auch Geschäft. Und umso eher haben sie vielleicht einen besseren Preis als ihre Konkurrenz gestellt. So, das waren diese drei Gründe. Was hat das jetzt für uns für Auswirkungen? Und da muss man ehrlich sagen, überhaupt keine. Der einzige Unterschied ist der, dass ihr jetzt bei den Handelsklassen ein bisschen schauen müsst. Bislang haben wir immer gesagt, diese bei den Währungsoptionen, das waren immer die Handelsklassen mit der Zahl 6 davor. Also eben zum Beispiel der australische Dollar war 6A oder der Euro war eben 6E, die richtige Handelsklasse. Jetzt ändert sich das. Beim Aussie-Dollar ist es eben jetzt zum Beispiel AUD oder, nein, Entschuldigung, AUD oder ADU, da muss ich nochmal nachschauen. Genau, aber wir zeigen euch das auch immer, wenn wir Trades machen und so. Ich glaube, es war AUD. Könnt ihr auf jeden Fall nachlesen. Das heißt, wir müssen nur, wenn wir unsere Order aufgeben, müssen wir eine andere Handelsklasse heraussuchen. Und dann gibt es auch wieder alle Laufzeiten. Also da ändert sich überhaupt nichts. Und
Dann gab es ja zuletzt noch das Problem, dass die Margin so viel höher waren. Ne? Wir hatten das an einem Beispiel, Aussie-Dollar, wenn du die normale, den klassischen Verkauf, das American-Style-Option, hattest du eine Margin $600-$700 und plötzlich mit so einer neuen European-Style-Option hattest du plötzlich $4,000. Und hier kann ich euch aber was Positives berichten, nämlich das ist definitiv noch ein Fehler der Börse oder des Brokers. Da ist man gerade dabei, das herauszufinden, weil es gibt keinerlei Grund, warum eine European Option oder European Style Option eine höhere Margin verlangen sollte als eine American Style Option. Und wir haben dann noch ein bisschen über die Margin auch gesprochen und er hat mir also versichert, es darf da keinerlei Unterschied geben und das kann jetzt nur sein, dass in der Umstellung die Broker wahrscheinlich sagen, hey, da ist doch jetzt was anderes im Jahr, schlagen quasi so eine Sicherheitsmarge auf. Aber das dürfte sich jetzt sehr, sehr schnell klären. Das heißt, wir dürften sehr, sehr schnell in den Genuss auch wieder der niedrigeren Margins kommen, sodass wir uns da keine Sorgen machen müssten bis dahin, wenn ihr solche Optionen handeln wollt, bis es also wieder so runtergefahren ist. Nutzt einfach die Möglichkeit, die ich euch in einem der letzten Videos gezeigt habe, nämlich wie ihr die Margin senken könnt, zum Beispiel indem ihr noch eine zusätzliche Out-of-the-Money-Option dazu kauft. So, und das war es also jetzt hier quasi mit relativ aktuellen News aus Chicago, direkt von der CME. Also jetzt wissen wir, warum das so ist und das sieht man auch mal wieder, solche Änderungen passieren. Das ist auch nicht schlimm, man muss sich nur darauf einstellen, man muss da nicht kopflos werden. Es gibt in der Regel immer gute Gründe und viele, die dann vielleicht sagen, oh, das ist doch so eine Verschlechterung. Nein, ist es nicht. Meistens ist es schon so, dass diese Veränderungen einfach der Zeit angepasst werden, weil es nachgefragt wird von Kunden. Und wir dürfen eins immer nicht vergessen, wenn zum Beispiel dieser zweite Punkt, wenn das den Börsen gelingt, dass sie mehr Händler ins Boot holen können, dass mehr Leute über die Börse handeln, dann ist es auch gut für uns. Warum? Das bedeutet mehr Liquidität, engere Spreads und dann können wir auch besser handeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr so spezielle Fragen habt, wenn euch mal was auffällt, gerade im Bereich Future Optionen, dann schreibt mir das in die Kommentare hinein, schreibt uns Mails oder wenn ihr eh im Coaching bei uns seid oder im Helpdesk, dann könnt ihr mir auch dort gerne diese Fragen stellen und dann gehe ich natürlich entsprechend auch auf diese Fragen hier an der Stelle gerne ein. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.